Hallo, ihr Quirlinge. Onol Menavi Renaixide Sade ist im Wohnsitz des Sades in der Botschaft der Händlerkongregation in San Mateus. Es gab eine weitere erschütternde Enthüllung am Ende der letzten Episode. Petrus ist erstmal aus dem Spiel, rollenspielerisch gesehen. Der hat hier Sendepause, darf bitte in Klausur gehen. Und ich habe im letzten Zwischenlager, im letzten Reiselager gesehen, dass Kurti was zu erzählen hat. Stimmt das? Ja, da ist die Tür. Und ich gehe rüber und dann fluppt's zu Siora. Ja, weil Kurt steht dazwischen, es interessiert natürlich niemanden hier. Mann, ich möchte Kurt in den Fokus kriegen, das ist dann jetzt nicht so. Ich muss ihn echt auf die Füße treten. Das ist jetzt die. Das, endlich! Greenblood, my friend. Glad to see you. I'd like to talk to you about something. I'm listening. Remember that note we found in Rolf's office? Of course. The one that said the recruits had been sent to different governors? Yes. It was signed with a name I'm familiar with. Herman. Somebody I'd hoped never to cross paths with again. He was the one who founded the camp we closed. And believe me, he has done an incredible amount of damage to the guard. I'm gonna find him and make him pay for what he's done. I know that he's in San Mateus. Toll! This quest for revenge isn't only about what happened to Rayner and the others, is it? Very well. You can count on me. What do you plan to do? Major Herman is posted in San Mateus. He's part of the Red Sun Regiment now. He's loyal to Torsten, but kept his head down when the coup was dismantled. Isn't denouncing him enough? He'll be put to death for high treason. The guard's reputation has suffered enough from Torsten's scheming. And he has connections in high places. I'm sure he has many supporters. What are you getting at? Are you going to kill him yourself? If he's well connected, the Mother Cardinal will surely hear about it, and I doubt she'd be pleased. I know. That's the whole problem. We need to get rid of him without anyone finding out. If Petrus were here, he would probably tell us to do the exact opposite. That old fox is as sly as ever. But I don't see what you're getting at. There's a group in San Mateus that could make someone disappear in broad daylight, without anyone saying anything about it. Those mad Inquisitors. Exactly. It might not be easy to convince our good friend Aloysius, but it's worth a try. You're right. And if we bring Petrus, he will surely help us sway the Inquisitor. I must say, this is a horrid solution. But if anyone deserves it, it's that bastard Herman. We'll need to find him, though. And he's been keeping a low profile since the coup failed. And we've already seen to what extent the law of silence has on the guard. We need help. Our new commander might be able to tell us who to turn to. She knows everybody. All right then. Agreed. Let's start by going to see her. Alles spricht dafür, dass ich jetzt doch Petrus in die Gruppe aufnehme. Aber ich überlege gerade, ob Desade das jetzt tun würde. Ich glaube, er würde es nicht tun. Deswegen werde ich jetzt wieder besseren Wissens. Ich als Spieler würde jetzt eigentlich ganz stumpf Petrus dazu nehmen, weil es einfach logisch ist, das zu tun. Aber ich werde trotzdem versuchen, das jetzt ohne Petrus zu machen. Und mit Vasco oder mit irgendwem sonst, ist völlig egal, wer sonst dabei ist. Ich glaube, da gibt es keinen großen Unterschied, wobei Siora als Eingeborene hier in San Mateus natürlich immer schon mal irgendwie einen Makel hat. Und Afra als Brückenallianzlerin auch, also bleibt nur Vasco. Also machen wir es genau so. Und sprich in Neuserin mit Siglinde. Ja, ich habe es geahnt, jetzt müssen wir doch nochmal zurück. Hi, wir sind da schon in San Mateus. Nun gut, es ist wie es ist. Wir gehen nach Neuserin und sprechen dort mit, ja, Weststraße. Wo ist denn die Weststraße? Wir reisen da mal hin. Ich weiß nicht genau, welche das ist. Und Petrus, ja, ich weiß. Und du weißt, warum du jetzt hier bleibst. Ich schau mal wieder nach, ob es was Neues zu kaufen gibt. Und diesmal gab es eine neue Halskette für Siora, eine Heilungshalskette. 15 Magie-Regeneration pro Sekunde und magische Hilfe-Heilung plus 30.
Das sind 5 Magie-Regeneration pro Sekunde mehr und 10 mehr magische Heilungshilfe. Und damit kann ihre alte Kette verkauft werden. Wenn mich nicht alles täuscht. Genau, die da brauchen wir es nicht mehr. 7 Goldstücke, naja. Auf nach Neuserin! Weststraße. Ach, das ist wirklich hier oben. Ah, das war ungünstig. Wobei, da ist schon Sieglinde. Das ist halt doch gar nicht so weit. Sieglinde! Sieglinde, der neue Thorsten! Die Kommandantur der Groschengarde von Neuserin wechselt von Terror-Thorsten zur sanften Sieglinde. Und bevor ich noch mehr alliterative Kalauer hier mache, hoffe ich, wir sind bald da. Es ist schon wieder Dämmerung. Mann. Irgendwie ist immer dunkel, wenn ich hier draußen rumtapse. Auf geht's. Hast du eine Queste? Der hat eine Queste. Hi. Ah, Your Excellency, I'm glad to see you. It seems there has been an unexpected development. The manager of the tavern came to find me. He complained of supply problems on the island, and a customs sergeant who is seizing his shipments from the continent. Clearly, neither we nor the palace gave any such orders. You suspect that these seizures are being used to supply the contraband? It's the only logical answer. And you wonder if Egon is involved? Very well. I will find out. Ja, ja, diese Geschichte ist Schmuggelware, richtig. Das hat man schon mal, Egon. No, thank you. Dieser Silbermünzentyp. Ja, das können wir auch gleich machen. Aber eigentlich wollte ich ja zu Sieglinde. Moment. Wir machen das hier jetzt. Und dazu müssen wir nach oben, meiner Ansicht nach. Eigentlich müsste Sieglinde ja hier oben eingezogen sein. Das ist sie auch. Halt, wie geht das? Hier lang. Der Weg ist ein bisschen schwer zu merken, finde ich. Der ein Vogel gäbe ich hier oben an das arme Vieh. Sieglinde, dürfen wir so forsch sein, hier einzutreten? Ohne zu klopfen? Hello, Commander. Lord Desade. And Kurt. I believe I should be thanking you for my nomination. It is your upright and honorable nature that won you this post. Not I. Perhaps sometime in the future you'll curse me for having suggested your name. I hope not. How can I be of service to you? Sie vor Gott befragen. Nein. We are here to talk to you about a document we found in the training camp. A letter. Signed by Major Hermann. He's behind all of this, Sieglinde. Hermann. Kurt, this is personal now. When will this story be finished? I could court martial him, but you know how much certain people support him. I know. He'd probably get away with it. Everyone loves the heroic Major. No. We thought of another way. The Ordo Luminis. You want to have them burned as heretics? If he'd been caught as Torsten's accomplice, he would have been drawn and quartered. Do you think that's any less painful? I don't know if you came to look for my help or my blessing. You have both. But promise me that you'll stop seeking vengeance after this. You have my word. We just need your help to find Hermann. He's been hiding since the failed coup. And you need help in the San Mateus barracks. Talk to the corporal in charge of the prisons. I know him well. He's loyal. He's from the old school. If he can help you, he will. It seems to me that the Ordo Luminis keeps its prisoners in the prisons of the guard. In fact, if you want to avoid drawing too much attention to yourself, you could bring Hermann there directly. I'll write you a letter for the corporal. Mm-hmm. Here you go. Thank you for doing this for me, Sieglinde. You're welcome. And don't forget your promise, Kurt.
Und direkt nach San Mateo zurückgeworfen. Das ist gar nicht so verkehrt. So, verhandle mit Inquisitor Aloysius. Sprich mit dem Korporal, der für die Gefängnisse von San Mateo zuständig ist. Und die Sünden von Vater Petrus. Auch da geht's weiter. Ech. Ja, eins nach dem anderen. Ich möchte erstmal dieses Schriftstück mir anschauen. Das kann man bestimmt nicht lesen. Aber man weiß es ja nicht. Der Brief für den Korporal. Empfehlungsschreiben von Kommandantin Siglinde für den Korporal, der für die Gefängnisse in San Mateus zuständig ist. Mhm. Mutters Geschenk. Ja, das ist auch noch so ein Ding, was jetzt vielleicht einen ganz anderen Nutzen hat, einen ganz anderen Hintergrund. So, was nun? Zuerst mit dem Korporal sprechen? Der könnte aber Hermann Bescheid geben. Also Hermann. Die Gefahr ist zu groß. Wir müssen erstmal mit Aloysius sprechen. Hoffentlich geht das gut. Ich meine, unser Draht zu Aloysius ist jetzt nicht wirklich der beste. Speichern. Der betet vor einem angesenkten Nadaik. Ich fasse es nicht. What do you want now? We have come to discuss something that concerns you. Really? I'm listening. We would like to draw your attention to a man who has confessed to terrible crimes. Has he professed heresy? Venerated one of the demonic creatures worshipped by the savages? Not exactly. He's responsible for many deaths, and was one of Torsten's supporters. Who, as you know, was planning to overthrow your governor and take her place. These truly are crimes. But they have nothing to do with the Ordo Luminis. You should denounce this man to our governor. I'm sure she'll be happy to have him drawn and quartered. Unfortunately, this man has friends in high places. I doubt that we'll be able to convince the Mother Cardinal. Politics. The curse of our society. I approve of your quest for justice, and I will help you as much as I can. Mm-hmm. I can't have your man publicly arrested without raising too many questions. But if you arrange for him to come to one of our jails discreetly, I'll make sure justice is delivered. The felon will receive the punishment he deserves on behalf of the glorious enlightened. May he always keep you in his divine blessing, Aloysius. You will soon find this man in your jail. Anything else? Nein, ich möchte nicht wirklich viel andere Dinge mit dir besprechen. Nein, nothing. Nein, nein. It's all right. Nein. Remember that the enlightened is always watching you. Das glaubt aber auch nur ihr. Der hat wirklich Besseres zu tun, als ständig auf mich zu glotzen. Also ehrlich. Wenn es jemanden gibt, der ständig auf das HD schaut, dann bin ich das. Oder? Zwangsläufig. Was soll ich denn anderes tun? Es ist nun mal die Verfolgerperspektive hier. Nun ja. Wir haben da oben jetzt das Gefängnis. Ja. Sprich mit dem Korporal. Der Korporal. Der Korporal. Was habt ihr hier gemacht? Ihr habt auf den Tischen getanzt. Ich habe es ganz genau gesehen. Und kaum bin ich hier drin, hört die Party auf. Das finde ich nicht fair. Ich hätte gerne mitgemacht, Lady. Dich untergehakt und dann oben auf den Tischen getanzt, bis alle Krüge und Kerzenständer hier zu Bruch gehen. Da hätte ich die Rechnung von der Botschaft begleichen lassen. Irgendein Budget der Händlerkongregation hätte man schon dafür gefunden. Und ich suche jetzt, damit ich das Thema wechseln kann, den Korporal, der ist im Untergeschoss. Im Untergeschoss, so, so. Na gut, er ist im Gefängnis, das stimmt. Dann gehen wir mal durch den öffentlichen Teil des Untergeschosses. Was machst du da?
Das ist nicht logisch. Denkerpose mitten im Raum. Ja, ich weiß. Mhm. Ja. My choice ist es, ins Gefängnis zu laufen. Um dort mit einem Korporal zu sprechen. So, ich glaube, das ist der schwierigere Teil der Queste, richtig? Yes. What can I do for you? Sieglinde's Brief übergeben. Sir, Commander Sieglinde wrote this letter to you. I wasn't expecting that. Even though I never really liked the Major, the Commander is asking me to do all I can to assist you in your mission. So, what can I do for you? We're looking for the Major. We know that he was posted here. Yes, and officially he still is. But I haven't seen him for some time. Following the coup, he was probably expecting us to go after him. The only people he may have told about his hiding place are his lieutenants. Those two are his henchmen. I see. Well, we'll just have to go and interrogate them. If we bring him to you, can you make sure he ends up in an Ordo Luminous jail? Do you want to condemn him to the stake? That's a bit extreme. Listen, I can lock him up, but you'll have to find a way to keep my men from seeing him. Why is that? All the guards in the city know the Major. If they see him brought here, they'll want to know why. And they will surely take it out on the Inquisition, which could end badly. You're not wrong, Corporal. What do you suggest? If you bring me some sleeping potions, I could put the whole lot of them to sleep. When they wake up, they'll be ashamed of having slept through their watch. But that's better than spilling blood. Exactly. Come see me when you have enough. Anything else? Nee. Ich glaube, wir haben genug Schlaftränke im Gepäck, oder wie? Ich überlege gerade, rein politisch wäre es natürlich jetzt eigentlich eine gute Chance, die Groschengarde gegen die Inquisition aufzuwiegeln. Ja, die mit der Ad Impera, das würde gut funktionieren, aber ich glaube, so ist die Quest nicht angelegt. So you need sleeping potions, is that right? Exactly. Come see me when you have enough. Anything else? Okay, wir haben keine. We should go. Goodbye. Sleeping Potions, können wir die selber machen? Es kann sein, dass wir die selber machen können. Dazu bräuchte ich einen Handwerkertisch. Na gut, im Desardes Wohnsitz gibt's den. Also, wir haben jetzt nur dieses Schlaftrankzeug tatsächlich. Es mag hier auch irgendwo einen Handwerkertisch geben, aber bevor ich den gefunden habe, bin ich wahrscheinlich schneller in meine eigene Botschaft zurückgelaufen. Auch wenn ich die falsche Tür genommen habe. Naja, was heißt falsch? Ich hätte innen im Gebäude mich bis zur Schenke vorschleichen müssen. Das wäre auch nicht besser gewesen. So, das ist falsch. Wir müssen da lang. Also ich hoffe schwer, dass ich diese Schlaftränke selbst mischen kann. Ganz sicher bin ich mir nicht. Aber ich will es mal glauben. Dann komm mal her. In diesem Tisch ist gar keine Bürste. In den Lagern ist da mal eine. Du bist also in der Botschaft schlechter ausgestattet als draußen in der Natur. Ich möchte gern was basteln. Schlaftränke, haben wir die hier, oder? Ah, hier, da geht das. Man braucht dafür Zunderschwamm, zottigen Schillerporling und Beast Essence. Davon haben wir mehr als genug. Also, fertigen. Drei Stück. Okay, sehr gut. Da hätte ich das gar nicht gebraucht, mit den Handschuhen. Alles klar. Jetzt zurück zu unserem guten Freund Korporal. Wie hieß der? Der hat einen Namen.
Like so many others. Aber ich habe keine Ahnung, wie sein Name war. Hat er sich uns vorgestellt? Ich habe Manfred im Kopf, aber das war der andere Typ. Mit der Queste. Naja, wir werden es gleich wissen. Da hinein und da hinunter. Schwuppdiwupp. Wie heißt du? Aber du hast gar keinen Namen. Naja, du hast einen, aber du sagst ihn uns nicht. Was besser ist. Yes. What can I do for you? So you need sleeping potions. Is that right? Yes, to put my men to sleep. That would seem the best way of doing it. Perfect. And then? When you have your man, let me know and I'll do the rest. Anything else? Mm-hmm. We should go. Goodbye. Now that everything is ready, we should go find these lieutenants. Die Lieutenants, die werden bestimmt einfach nur hier irgendwo sein, richtig? Im Obergeschoss, ganz genau. Da kennen wir uns ja aus. Die Groschengarten-Kaserne ist in jeder Hauptstadt ein Standardgebäude. Wahrscheinlich um die Baugenehmigung zu beschleunigen. Da lang. Waren wir hier oben noch nie? Die Karte ist nicht aufgedeckt. Eieiei. Das heißt, hier ist alles ungeplündert. Naja. Schauen wir mal. Seid ihr die zwei? Der eine, vielmehr, den ich brauche. Leutnant Ermelinde. Hello. I am... De Sade, Legate of the Merchant Congregation, right? Nice to meet you, Your Excellency. Lieutenant Ermelinde at your service. Well, I didn't know I was so famous. I'll leave you to it. Farewell, Lieutenant. Hm. Die sind im Untergeschoss? Echt? Das wirft Fragen auf. Was habe ich denn da gerade gesehen? Also, das hier ist das Erdgeschoss. Da sind sie... Ach, die sind im Erdgeschoss. Ach so. Das sagt die Karte falsch. Egal. Ist ja wurscht. Oh, Mann. Finde einen Weg, damit die Soldaten von den Leutnants ablassen. Hm. Wer bist du? Bist ein Soldat? Soldiers! Everyone outside! That's an order! But, Captain, with all due respect, you're not in our regiment. We're supposed to stay here, Captain. We must guard the barracks. I believe that the rank of Captain of the Guard counts regardless of regiment soldiers. Especially when the said captain reports directly to Commander Sieglinde. If it's an order from the commander, we better obey, guys. Oh, sorry, Captain. We didn't mean to disobey you. Let's go. Let's get out of here. Na, das war ja einfach. So, Freundchen. You're far from your regiment, Captain. What do you want? We're looking for Major Herman. I was told you'd know where to find him. The Major? He must be on a mission somewhere. Don't play dumb with me, Lieutenant. I'd be sorry to see you arrested as an accomplice. Listen, Captain. We really don't know what you're talking about. As for your threats, you're not our superior. You're not part of our regiment. Yet we're here with your new commander's blessing. The Major is accused of treason. You'd better tell us where to find him. Lies. The Major is a righteous man. We'd give our lives for him. Really? Let's see you do it. A bit of poison on my blade. Then let's go! So, are you finally ready to tell us where we can find Herman? We'll never tell you anything. Stop. You might be ready to die for him, but I'm not. He's in a warehouse. On the port. The traitor is probably getting ready to leave the island. What do you want to do with these two, Kurd?
Lieutenants, you're under arrest for now. Go to the commander. She'll decide what to do with you. At your orders, Captain. Let's find the Major before he escapes. Nimm Major Hermann fest. Oh. Unfassbar. Dieser Intrigantenstadel hier, der sich Groschengarde nennt, man fasst es nicht, oder? So, was heißt jetzt Lagerhaus am Hafen? Heißt Lagerhaus am Hafen, dass ich mich in den Kaban der Nauten schälen muss? Nein, das ist ja hier das Gebiet. Das ist da hinten. Ach, das Lagerhaus der Groschengarde. Ja, wir müssen es irgendwie durchmogeln. Eigentlich links rum und bei nächster Gelegenheit rechts. Da haben wir's. Das ist das Lagerhaus. Aber wie kommt man rein? Aber wie kommt man rein? Na, durch die Tür natürlich. Ich glaube, das Vögelchen ist ausgeflogen. Wir können nicht wirklich jetzt das Buch angucken, während er da schon steht. Aus rollenspielerischen Gründen. Speichern. Here he is! What the... Kurt? It's been so long. How did you find me? Does that really matter, Major? You're finally gonna pay for all your evil, your treachery, and your schemes. Come with us, Major Hermann. If you think I'm gonna give up without a fight, you're wrong. Soldiers! Seize them! A bit of poison on my blade. Then let's go! Ach, Leute, ehrlich. Immer das Gleiche, oder? Willst du dein Glück wirklich nochmal probieren? Offensichtlich. No. What? You shouldn't be surprised. After all, I owe my talents to you. Let's lock him up. The Inquisitor will do the rest. So, jetzt haben wir ihn automatisch dahin gebracht, wo er hingebracht werden sollte. Es gibt einige unglückselige Opfer, aber ich glaube, das war nicht zu verhindern. Was hast du jetzt hier angestellt, hä? Sammeln? Major Hermanns Tagebuch. Ein Auszug. Alles ist bereit für die Pläne des Kommandanten. Die Rekruten, die wir vom Phantomlager hergeschickt haben, sind perfekt geeignet. Rolf hat gute Arbeit geleistet. Jemand hatte die Mutter Kardinalin vor den Plänen des Kommandanten gewarnt. Viele unserer Männer wurden verhaftet und hingerichtet. Ich entschied mich dafür, die Kaserne zu verlassen. Diejenigen, die mich unterstützen, könnten sicherlich verhindern, dass ich zum Tode verurteilt werde. Aber der Zorn der Frömmlerin ist so groß, dass ich lieber kein Risiko eingehen möchte. Wie tief wir doch gefallen sind. Wir träumten von großartigen Dingen, von Städten, die endlich uns gehören würden. Und nun muss ich mich in einem alten Lagerhaus verkriechen, das nach Fisch stinkt. Warum gründet ihr keine eigene Stadt? Terfrade ist groß genug. Mach doch. Schlossnacken Level 3. Ah, Schlüssel verwenden. Wir haben den von ihm genommen. Jawohl. Da gibt es einen Kommandanten-Kyras, gepanzerten Kommandanten, Kampfhandschuhe, ja genau, also alles nehmen. Kurti, komm mal her, passt dir das? Also, eine Waffe haben wir nicht, richtig? Einen Helm? Kommandanten-Beckenhaube, die hat sogar eine höhere Qualität, guck mal. Ist das endlich was, was besser zu deiner Rüstung passt, nicht wahr? Oh, ich weiß schon, was jetzt für Kommentare kommen. Ausrüsten. Zurück. Und hier, das ist 88er Qualität. Das hier ist tatsächlich besser, aber ich muss es erst noch aufwerten. Gut, zurück. Major Kampfhandschuhe, auch die gepanzerten Kommandantenhandschuhe sind auch besser. Aber muss ich auch erst aufwerten. Und bei den Stiefeln sieht es wahrscheinlich ganz genauso aus. Exakt, alles klar, okay. Kurti kriegt eine neue Uniform, das ist schön, hat er sich verdient.
Und in diesem Lagerhaus waren wir noch gar nicht. Vielleicht. Naja, hat nicht viel gebracht. Jetzt müssen wir in die Residenz der Sardes in San Mateus zurückkehren. Warum denn das? Weil wir nicht mit dem in Verbindung gebracht werden wollen, was der Ordo Lumines jetzt anstellt, oder wie? Naja, ich muss eh dahin, um Kurtis Rüstung aufzupolieren. Ja, das kriegen wir hin. Oh, was? Kurt, are you alright? Yes. Better than ever. You cannot even imagine how much I hated that piece of filth. What did he do to you? As you may have guessed, I suffered the same treatment as Rayna. The only difference is that I survived, and there's even more. Believe me, I'm glad that these memories went up in flames along with that bastard. Thank you, Green Blood. Thank you for helping me as I go through all this. I'll never forget it. Und das war Kurtis Ruf. Meine Quest ist abgeschlossen, sehr schön. Gucken mal, was wir noch für dich tun können. Nimm bitte deine Handschuhe. Die da. So. Wir haben den Kommandanten Kyras. Den kann er hier nicht tragen, aber er soll ihn auch gar nicht tragen. Und wir sehen hier, dass ich, wie ich es in der letzten Episode oder dieser, weiß ich gar nicht mehr, erzählt habe, dass ich hier auf Level 3 basteln kann. Und ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder nicht, aber da ich es immer noch nicht weiß, weil ich immer noch in der gleichen Aufnahmesession bin, tue ich mal so, als wäre alles in Ordnung und würde ihm hier, Kurti, natürlich was geben, was Stärke gibt auf der lilanen Stufe. Das ist dann wahrscheinlich das hier. Nein. Das da. Notwendig für Priester? Nee, warte mal. Also das hier ist die Donaigat-Geschichte. Das gibt Stärke und Elementarresistenz. Das hier ist die Telemi-Geschichte. Das passt nicht wirklich gut. Das hier wäre dann eher so die Brückenallianz-Geschichte. Alchemisten, Wissenschaft, das passt überhaupt nicht. Und ein Dieb ist er auch nicht. Also das hier unten, dieses mit dem Schlossnacken, diese drei unteren können wir vergessen. Die nächsten drei können wir wegen Wissenschaft vergessen. Die nächsten drei gäben zwar Stärke, was wir haben wollen für ihn, aber na gut, das ist, passt genauso wenig wie das hier, oder? Trotzdem, ich entscheide mich für die elementare Resistenz bei Kurti. Er bekommt Stärke plus 1 und dann das da. Kostet mich einen Rubin, verbessern. So. Und der Rest hier ist dann ohne Rubin. Da nehmen wir was? Ja, was nehmen wir da? Ich würde sagen, wir nehmen das am schwersten gepanzerte. Da oben hätten wir hier Rüstung plus 30. Wird sich nicht verbessern lassen. Nee. Also Rüstung plus 30. Wo ist es denn? Da. Verbessern. Und das da. Auch da nehme ich die höchste Rüstung. Weil Kurti ein Tank ist. Das wird das hier sein. Damit ist das Ding verbessert. Dann haben wir noch die Handschuhe. Rüstung 12. Gleichgewicht 24. Rüstung 30. 24, 18. Nee, du kriegst Rüstung 30. Wenn schon Tanky, dann richtig. Aber wenn Kurt jetzt umkippt, der hat kein Gleichgewicht mehr, da kommt nie wieder hoch. Und dann hier, das da. Gepanzerte Kommandanten Stiefel verbessern. Da muss es auch was mit Rüstung plus 30 geben, bestimmt. Genau, das hier wird es sein. So. So, Kurti, komm mal her. Zieh dich mal aus vor allen Augen hier. Keine Scham.
Da. Du bekommst jetzt den Kommandanten Kyras. Ja, guck mal. Na gut, so viel besser sieht er nicht aus, aber die Werte sind um einiges besser. Ausrüsten. Dann hätten wir bessere Handschuhe für dich. Gut, du hast schon Majorkampfhandschuhe. Jetzt hast du Kommandantenhandschuhe. Oh, das ist aber heftig. Ah ja, ausrüsten. Und schließlich die da unten. Ausrüsten. So, diese gelben Sachen, die Kurti bisher getragen hat, die würde ich jetzt vermutlich nicht unbedingt verkaufen wollen, wenn gleich das auch sonst jemand anzieht. Gut, diesen Kyras hier, das ist eh was anderes. Ich werde versuchen, den Rubin zurückzukriegen. Hat geklappt. Der Rest ist wurscht, das kann ich verkaufen. Dann die Handschuhe. Ah, die lasse ich so. Das da raus zu poolen macht nicht wirklich Sinn, weil das gibt Ressourcen, die ich nicht unbedingt brauche. Das heißt mit anderen Worten, diese gelben Sachen können wir eigentlich komplett hier reintun. Das wäre also hier, nee, das verkaufe ich ja, das ist das eigene, aber hier die Handschuhe in die Truhe und das da ebenfalls. So. Okay, wir haben ein Level-Up, oder? Haben wir. Einen weiteren Punkt. Da gehen wir hier weiter mit dem Rüstungsbrecher. Mächtiger Angriff verursacht mehr Schaden an Rüstungen. Jawohl. Dann ging es hier weiter mit schweren Zweihandwaffen. Naja, und oder hier, was ist das hier? Eine magische Heilung. Heilt den Wirkenden sofort. Braucht man zwei Punkte für. Das ist wahrscheinlich im Moment interessanter, wenn gleich ich gar nicht weiß, wie das gehen soll. Aber man kann es ja auch so interpretieren, er hat jetzt von seinen Terfradi-Wurzeln erfahren, der gute Onolmenavi Renaixi. Und als Onolmenavi und damit als potenzieller Dunaigat erwachen jetzt vielleicht doch ein paar magische Fähigkeiten in ihm. Zumindest, wenn er sich auf Terfradi aufhält. So kann man das ein bisschen begründen vielleicht. Oder vielleicht werde ich auch schon vorher erwacht, aber er hat jetzt einen offeneren Geist dafür. Deswegen kann man hier jetzt durchaus hier weitermachen. Und hier oben, ja, gucken wir mal. Es gäbe wieder eine Errungenschaft, aber wir betrachten es ja durch die rollenspielerische Brille. Und mehr haben wir hier nicht. Bestätigen. Sind wir jetzt da durch? Haben wir das gemacht? Ist angekommen. Jo, okay. So, damit ist Kurtis Quest zu Ende und irgendwer hatte noch eine. Petrus, damit geht es schon wieder weiter. Und das hatten wir auch noch hier. Das ist aber in Neuseren. Die Sünden von Vater Petrus. Ich glaube, dem müssen wir uns jetzt stellen. Wenn der jetzt irgendwas zu erzählen hat, müssen wir das jetzt wissen. Und wir werden mit Petrus sprechen. Schweren Herzens. Aber erst im nächsten Teil. Bis dahin.